Hallihallo, liebe Freunde, und willkommen zurück bei LEGO Island Extreme Stunts. Ich habe im vergangenen Jahr den Spielstand nachgestellt. Er ist nicht ganz so, wie er vorher war. Ich kann ja mal nachgucken. Moment. Speichern. Das hier ist der alte mit 78%. Und der neue ist bei 68%. Das heißt, es fehlen 10% von dem, was wir vorher hatten. Ich denke aber nicht, dass ich die machen werde. Aus dem einfachen Grund, dass ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe. Ich wollte nur, dass es jetzt halt... Verschwinde! ...zu Ende ist. Weil ich wollte das Projekt nicht unfertig lassen. Deswegen machen wir noch die Story zu Ende. Was bedeutet... Alright. ...die hier zu machen. Die anderen sind ja schon alle auf Gold, habe ich natürlich nachgeholt und die Beweise abgegeben. Ich denke, das ist die komplette Story. Ich bin mir nicht sicher, das Spiel ist mir immer noch blind. Ja, die Luftrettung werden wir noch machen müssen. Die letzten Story-Mission, natürlich werde ich die auch auf Gold machen. Keine Frage. Und dann noch die Beweise abgeben dafür. Die anderen habe ich jetzt in den letzten... Ja, habe ich jetzt halt nachgestellt. Und tatsächlich bei dem Flugzeugding hier habe ich jetzt nicht alle beim ersten Flug geschafft. Boah, das Boot hat so genervt. Ja. Wahrscheinlich hätte auch niemand erwartet... Ich selber habe es ja auch nicht erwartet. Ich habe jetzt auch mega lange eigentlich liegen lassen, dieses Spiel, weil ich keinen Bock mehr hatte. Hätte wahrscheinlich niemand erwartet, dass es überhaupt weitergeht. Genauso wie, also, wie gesagt, ich auch nicht. Wo muss ich eigentlich hin für dieses Luftrettungsding? Wie ihr seht, da ist ein Pfeil drüber. Den habe ich jetzt gar nicht gemacht in diesem Durchspielen. Also, was heißt Durchspielen? Ja, viele von diesen Steinen habe ich nicht gesammelt, viele Aufgaben habe ich nicht gemacht und das mit diesen Dreckskisten verschieben, habe ich erst gar nicht angefangen. Beim Infocenter. Gucken wir doch mal, wo wir den haben. Wo wir das haben. Das Infocenter ist... hier oben. Auf Berg. Heißt, ich muss jetzt irgendwie da hoch. Ich habe aber keinen Flugzeugführerschein, den habe ich nicht ehrlich gemacht. Ich hätte ihn gemacht, hätte ich es gefunden. Ja. So, das Ding hier schnell holen. Beim Flugzeug wäre es natürlich leichter hochzukommen, aber man kommt ja auch ohne hoch. Das wissen wir ja. Das haben wir ja beim bisherigen Spiel, das hier ist ja jetzt Platz 18, nach über einem Jahr Verspätung. Machen wir jetzt weiter. Also beim vorherigen hatten wir es ja schon mal geschafft, auf den Berg zu kommen. Ohne Flugzeug oder ähnliches. Ja. Ja, ich bin hier rum. Wo ich nix sehe. Naja, Maus. Ich spiele jetzt übrigens nicht mehr mit dem Gamepad, was ich ja vorher hatte, sondern mit der Tastatur. Nee, warte, da komme ich überhaupt nicht hoch. Ich bin tot da hoch. Also nochmal das Wasser, was so unglaublich leise ist. Drecksfeststelltaste. Da haben wir das Spiel kurz weggesprungen. Ihr habt wahrscheinlich einfach nur kurz schwarzes Bild gesehen jetzt. Das ist das Problem, weil springen ist halt... Rechtsshift. Ist ein bisschen scheiße gewählt, aber naja. Ich bin ja ein professioneller Spieler. Ich muss mit sowas klarkommen. Warum springst du in die andere Richtung? Oh, Alter. Ja, mit sowas muss ein professioneller Spieler nach... Klar, komm. So einer Scheiße. Ei, da stand einfach mal ein Laft darum. Ich will nach oben. Ich brauche keinen Laft da. Ja, nehme ich gerne mit. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Zeigt mir 50 Frames an, leckt aber rum wie eine Sau.
Das soll nicht so, oder? Ui, was ist denn jetzt los? Ah, doch, das soll scheinbar sogar so. Ist das eventuell unser Weg nach oben? Ich würde es sehr begrüßen. Und das scheint so zu sein. Gespenster. So, den da habe ich mir noch schnell. Falscher Knopf. So kacke ein bisschen. Kamera ist am Arsch, die Steuerung ist scheiße. Naja, ich mag den Vorgänger, wie gesagt, lieber. Also, machen wir mal Luftrettung, ich spiele, die ich nicht kenne. Warte, das steht hier. Warum auch immer das so weit weg steht. So, Luftrettung, Bronze. Das sieht irgendwie schon geil aus. Yo, das wird eine tolle Szene. Spring aus dem Flugzeug und rette die Wissenschaftler. Okay. Mit den Markierungsringen kannst du deine Stuntfähigkeiten verbessern. Besser, hä? Mache unterwegs möglichst viele Stunts. Wir lassen die Kamera einfach laufen. Gut. Der Trick ist immer der gleiche. Egal welche Richtung ich drücke. Na denn, ne? Geht's los mit dem Spaß. Die haben noch nicht mal einen Fallschirm, die Armen. Ich habe gerade einen Stunt angezeigt, den habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ich habe gerade 100 Frames pro Sekunde. Im Spiel sehe ich es nicht an. Ich sehe nichts. Sind das Wolken? Okay, den habe ich verpasst. Meine Schuld. Aber die Musik ist geil. Und leider habe ich heute leider auch keine Gäste, einfach die gar nicht wissen, dass ich weitermache. Der eine von denen ist noch nicht mal im Lande. Der befindet sich momentan in Indien. Und er macht aber auch keinen Urlaub. Sondern er ist dafür einen guten Swag. Sowas muss man wohl zu schätzen wissen. Also schon echt krass. Sowas zu machen. Also Respekt dafür.
Wow! Wollte schon sagen. Wofür brauche ich eigentlich Distanz? Mehr doch nur Punkte. So, ist das schlecht? Hätte ich vorher warnen sollen, nice. Dann schnappen wir uns. Bam! Okay, ich sehe die letzten beiden. Eine ist hier. Und der andere ist da, wo der Pfeil ihn zeigt. Obwohl der Pfeil nicht mal auf zeigt eigentlich. So. Aber es ist cool, vor allem die Musik gefällt mir. Ich bin ja persönlich so eigentlich ein kleiner Metal-Fan. Tarnzaus finde ich schon mal geil. Oh so, jetzt muss ich wahrscheinlich dann in der Mitte bleiben. Das war's. Nicht für die Folge, sondern von Missionsarten her. Wir werden jetzt noch Silber und Gold davon machen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Genial, genial! Das war die beste Action-Szene des Jahrhunderts. Du kannst stolz auf dich sein. Ach, wann kommen endlich die Muster? Oh, da sind sie ja. Geil. Und aus. Abgedreht. Der Film ist im Kasten. Gute Arbeit, Leute. Wir sehen uns bei der Premiere, wenn wir unser Meisterwerk vorstellen. Als kleines Dankeschön habe ich eine großartige Abschlussfeier organisiert. Kommt mit, Leute! Das ist kein Junge dafür. Wir machen eine Party. Ja! Nee. Auf der Party freut man sich dann so, aber nicht davor. Na gut, Vorfreude gibt's auch, klar. Nicht so, wie die herumgegrölt haben. Und pfeifen und alles. So ein bisschen übertrieben.
Extreme Stunts ist wirklich ein toller Film. Wir können stolz auf uns sein. Ich bin sicher, dass der Film genauso erfolgreich sein wird wie der erste Teil. Der erste Teil? Ich möchte einen kleinen Toast ausbringen. Auf mich! Während ihr hier wart, habe ich einen Plan entwickelt, der mich zur mächtigsten Person der Welt machen wird. Meine Steinbotter haben überall auf der Insel Filmkulissen gebaut. Das war sozusagen das Training für den Bau meines Turms. Ich wusste es. Man hätte dich nie rauslassen sollen. Tja, tja, unser Pepper immer der Held. Aber es nützt nichts. Mich wird niemand aufhalten. Wisst ihr, der Film war nur Tarnung. Ich habe einen Supercomputer gebaut, mit dem ich alle Bausteine der Welt unter meine Kontrolle bringen werde. Infomaniac wollte meine Pläne durchkreuzen, aber ich habe ihn in den Turm gesperrt. So, Moment. Ich aktiviere jetzt den Supercomputer und dann ist die Welt... Die kleine Unterbrechung tut mir leid. Peppa, du musst Infomaniac retten und den Supercomputer stoppen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Du musst auf die Turmspitze, wenn du den Steinbrecher aufhalten willst. Schalt auf keinen Fall den Computer ab. Los, schnapp dir eines der Autos, die draußen parken. War das gerade ein Bruch der vierten Wand von wegen, schalt auf keinen Fall den Computer ab? Und auf einmal kriegt das Spiel noch eine Story, oder was? Wow. Was ist das denn für ein Scheiße? Wow. Da haben noch nicht mal alle Beweise gegen den das oben auf der Palme gelandet, auch gut. Ach, einfach so ein Gewicht, das oben auf der Palme landet. Die Lenkung von den Dingen ist ein bisschen gut. Immer noch. Ich meine, gut, das sind ja hässlich, dass ich das letzte Mal gefahren habe. Ja, bis auf den Autoflasche, die ich mir gemacht habe. Das ist einfach in der Wand rumstecken geblieben. Der Ladebildschirm, den sehen wir seit der ersten Folge nochmal. Alter! Wann hat er den denn gebaut? Der Typ steht auf Türme. Ach so, ist er auf einer anderen Insel? Weil ich weiß, es gibt ja im Umkreis ein paar Inseln. Spiel, du hängst jetzt gerade nicht, oder? Spiel? Aber... Ne, das tun wir gar nicht. Tut mir leid. Ich wollte gerade schon die Folge beenden, aber sind wir dann hier am Ende. Und mal. Okay, ich muss das auf jeden Fall dann machen. Oh. Keine Ahnung, was die Lags jetzt sollen. Die stören ein ganz kleines bisschen. Hallo? Ah, Moment. Spiel, fang dich erstmal wieder. Dankeschön. Viel besser. Warum nicht gleich so? Oh Mann! Ja! 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 Ja!
Oh. Aber man muss sagen, die Tiefe ist hier nicht wirklich einschätzbar manchmal. Was ist jetzt da? Wie kann ich hier rüberkommen? Bin ich jetzt da kaputt oder was? Ah, hier. Das war der falsche Knopf. Sehr geile Idee. Ja. Oh. War es ein asozialer Sprung? Na gut, das machen wir mit der Maus. Feiner Stück. Die Maus ist die Kamera war schon ausgerichtet. Willst du mich verarschen? Ja, schon eine asoziale Nummer da oben. Ah. Na gut. Spiel, was soll das? Lass mich wieder auf den Arm. Ah, oh, Dreckskamera. Ich hab dich gerade noch gelobt, jetzt machst du sowas. Habe ich mir gerade... Oh ja, das Grind haben wir noch drauf. Dahinter war nur eine Wand. Ach so, ja, weil ich jetzt den Turm hochlaufen muss. Oh. Pass auf, Pepper. Klettere außen am Turm hoch. Aber achte auf die Fässer. Oh no, it's Danky Kang. Ihr Idioten, ihr habt keine Chance. Ja? Das ist das Ende. Ihr? Schon wieder ein Bruch der vierten Wand oder was? Spricht er mich und Pepper an? Ah, Drecksfeststelltasten, ey. Wegen der Drecksfeststelltaste bin ich runtergefallen. Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Thank you.
Nein! Ich sagte, die Steuerung ist ein Chaos. Ich bin deswegen runtergefallen, weil er sich danach nicht mehr bewegen wollte. Hopp! Hopp! Ah! Mann, was soll denn der Scheiß? Hätte man da nicht eine andere Teste belegen können? Zack! Jetzt mal, welche Teste? War es nochmal auf dem Controller? Ach, der ist gar nicht aktiv, jetzt scheiße. Ich denke, wir machen hier eine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn wir sind schon über der Zeit. Also, ich hoffe, die paar Leute, die das Projekt damals mochten, freuen sich jetzt, dass es wieder zurück ist. Generell ist es überhaupt zurückgekehrt, weil ich es nicht unfertig lassen wollte. Das habe ich bei einem anderen Projekt gemacht, das hat mich unglaublich traurig gemacht, dass es nicht zu Ende ist. Das ist es nämlich bis heute nicht. Deswegen wollte ich das Projekt zu Ende machen und wir sind ja jetzt bald durch. Ich will dann noch halt auf Gold bringen und die letzten Beweise abliefern und gucken, was es dafür noch gibt. Wird ja ein bisschen was sein, mein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!